Hallihallo und schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute zu einem neuen Video. Und zwar geht es um Monde bzw. Planeten, die wir heute malen. Ich habe zwei dafür vorbereitet und ich werde zwei kleine Techniken euch mal zeigen, wie man das machen kann. Und dafür, wie gesagt, habe ich hier zwei Kreise vorbereitet und wir brauchen einen Pinsel. Größe 10 habe ich jetzt ungefähr genommen. Wir brauchen wieder Aquarellfarbe und dann brauchen wir diesmal Bleiche bzw. auch farblosen Alkohol, ne? Also es kann irgendwie so Gin, also weißer Gin oder Wodka sein. Beziehungsweise Bleiche wäre halt super. Dazu brauchen wir dann die beiden Wattestäbchen auch, die wir dann quasi dafür zum Auftragen benutzen. Und wir brauchen wieder zwei Wasserbecher mit dazu. Und im ersten Schritt, ich fange mal direkt an, streiche ich nämlich mit meinem Zehnerpinsel ganz, ganz gleichmäßig hier meinen Kreis ein. Ich habe übrigens Aquarellpapier, das ist vierfach geleimt. Das Burgund Matt hier auf meinem Block, einfach weil wir mit relativ viel Wasser arbeiten und mit mehreren Schichten. Das kann halt einfach sein, dass sich das Papier dann deutlich mehr wellen wird, als wenn wir jetzt, sag ich mal, feinere Illustrationen malen, die mit nicht so viel Wasser gemalt werden. Deswegen hier schön großzügig einmal einstreichen und kann jetzt hier direkt mit meiner Farbe, dazu nehme ich jetzt hier einfach so einen Blauton. Da bleibe ich relativ hell im ersten Schritt. Die gebe ich hier rein. So. Da meine Farbe hier noch feucht ist, kann ich hier nämlich schon mal auch dunklere Stellen, also mit mehr Pigmenten, reingeben und mal schauen, was passiert. Das ist ja so die Magie des Aquarells, dass ich im Prinzip hier in die feuchte Farbe meine noch mehr Pigmente reingeben kann und dann einfach schauen kann, was hier passiert. Und dann verwischt die Farbe einfach von ganz allein. Wichtig auch bei dem Mond natürlich, dass ich helle Bereiche habe, wie hier am besten fast weiß, und dunkle Bereiche, ne? Dass es einfach so wirklich diese Spannung auch in der Illustration bzw. im Bild mit aufbaut. So, jetzt sieht es noch ziemlich langweilig aus. Und es trocknet schon so ein bisschen an. Ich kann jetzt hier, sage ich mal, mit einem relativ trockenen Pinsel, wenn ich den hier auf meinem Papier bzw. auf meinem Stofftuch so ein bisschen abstreiche, trockenstreiche, kann ich hier auch so ein bisschen nachhelfen, wenn ich das Gefühl habe, ich möchte hier aber noch so ein bisschen mehr, dass sich die Farbe verteilt, dann kann ich hier erstmal so ein bisschen nachhelfen, wenn ich das möchte. Und jetzt können wir nämlich, hier ist es schon so ein bisschen angetrocknet, und was dann nämlich sehr gut klappt, sind Pfützen. Ja, also manchmal wollen wir die ja nicht haben, wenn wir schöne gleichmäßige Lasuren machen, dann wollen wir besonders gar keine Pfützen haben. Aber jetzt, bei so einem Mond, macht sich das halt wunderbar. Und dazu streiche ich meinen Pinsel ab und gehe in mein Wasserglas rein mit meinem Pinsel und habe jetzt, sage ich mal, einen gut feuchten Pinsel, streiche den auch nicht ab am Wasserglas und kann jetzt hier einfach mit klares Wasser hier so reingeben. Und dann verteilt sich ganz automatisch, auch schon in so in die dunklen Stellen, dann verteilt sich das Wasser, das sucht sich so dann seinen Weg und dabei verdrängt es dann die Pigmente. Und idealerweise passiert das aber, wenn das schon so ein bisschen angetrocknet ist, die Farbe, aber noch nicht zu trocken. Ja, also wenn die Farbe zu trocken ist, dann passiert da leider gar nichts mehr. Aber jetzt ist es hier schon ganz gut und ich kann hier ruhig einfach so ein bisschen Wasser hier so auf meine Stellen rauf tupfen. Und dann werden die Pigmente verdrängt und es entstehen, sage ich mal, wie so farbige Krater, die dann, also diese Mondkrater im Prinzip imitieren sollen. So, mehr mache ich jetzt erstmal gar nicht und lasse es wirklich so auch einmal trocknen. In der Zwischenzeit kann ich aber schon mit meinem zweiten Mond starten und den streiche ich auch hier einmal komplett mit Wasser ein. Diesmal habe ich mich aber für eine andere Farbe entschieden, und zwar einen Rotton, den ich hier raufgebe.
Und bei der Variante streiche ich meinen Mond schon mit deutlich mehr Pigmenten ein. Also ich möchte hier, dass die Pigmente, dass es schon deutlich dunkler ist, schon im ersten Anstrich. Also hier kann ich wirklich viel reingeben, viel Pigmente. Ich habe ja gesagt, ich habe ja so zwei Herangehensweisen, die ich jetzt mit euch teilen möchte. Ich gehe quasi mit meinem Wattestäbchen in meine Bleiche bzw. in meinen farblosen Alkohol. Und dieses Wattestäbchen ist jetzt ordentlich durchtränkt mit der Flüssigkeit und kann jetzt die Flüssigkeit hier auf meinen Kreis mit drauf geben. Und jetzt gibt es einfach also so ein paar Möglichkeiten. Mein Kreis ist jetzt immer noch relativ feucht. Das heißt, die Bleiche verteilt sich sehr schnell. Ihr könnt das hier ganz, ganz toll sehen, wie sich das jetzt verteilt hat. Und ich kann auch noch mal hier probieren, wie es hier aussieht. Ja, und umso länger ich warte, also irgendwie habe ich das Gefühl, hier passt jetzt auch noch einer hin. So. Das kann ich jetzt auch noch mal ein bisschen mehr antrocknen lassen. Wenn ich dann noch mal mit der Bleiche reingehe, dann werden die, sage ich mal, Krater nicht ganz so groß. Ja? Und damit kann ich im Prinzip auch wieder meine weißen Flächen herstellen. Das ist halt auch ein cooler Weg, wie ich das noch angehen kann. Wie gesagt, ich kann hell anfangen und arbeite mich wie auf der Seite dann immer mit den Tönen einfach dunkler hin. Oder ich arbeite hier im zweiten Weg dann im Prinzip schon ein bisschen dunkler vor und kann dann hier so meine weißen Stellen und meine dunklen Stellen so ein bisschen regulieren mit meiner Bleiche. So, das ist ganz cool. Ich kann hier noch ein paar Sachen hinzugeben. So, das sieht doch schon ganz cool aus. Ist dann alles gut durchgetrocknet, kann ich dann mit einer zweiten Schicht nochmal reingehen und gerade hier im ersten Mond kann ich jetzt hier noch dunklere Stellen ausarbeiten. Einfach so für die Spannung. Und einfach damit sich das noch ein bisschen mehr abhebt. So ungefähr. Und wichtig auch hier, wie gesagt, ich möchte nur Stellen jetzt dunkler machen und einige Stellen sollen halt wirklich weiß bleiben. Deswegen ungefähr so. Ich wasche meinen Pinsel aus, wische die Pigmente ab und dann gehe ich hier nochmal mit einem leicht angefeuchteten Pinsel rein, um hier so diese harten Übergänge so ein bisschen zu vermalen. Das geht hier ganz gut. Ich hatte in meiner ersten Schicht ja schon so coole Pfützenbildung und das kann ich jetzt ganz einfach wiederholen, indem ich auch hier wieder einfach mit klarem Wasser auf die schon gerade gemalten Stellen einfach reingehe, so damit sich die Pigmente einfach ungleichmäßig verteilen und ich so eine Kraterbildung habe. Und dann muss ich eigentlich nichts weiter machen, als es trocknen lassen und habe dann hier schon meinen fertigen Mond. Und meinen roten Mond, den lasse ich einfach so. Ich finde hier schon ganz gut ausgearbeitet. Wir haben hier helle Stellen, die hier, sage ich mal, richtig wie so Krater sich gebildet haben. Dann haben wir hier dunkle Stellen. Ich finde es schon total cool. So wie gesagt, jeder kann das aber selber entscheiden, wenn er jetzt hier nochmal reingehen möchte, ähnlich wie im ersten, um nochmal ein paar dunkle Stellen auszuarbeiten, kann das gerne machen. Aber so wirkt es auch ganz toll in einem Rutsch. Wie gesagt, einfach mit einer dunklen Farbe anfangen und dann kann ich mit der Bleiche hier ganz toll so Krater bilden, indem sich die Farbpigmente dann so ganz magisch dann irgendwie verteilen und verdrängen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann freue ich mich über einen Daumen nach oben und ansonsten wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß beim Nachmalen und wir sehen uns einfach beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss!